So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hilfe. Von Kabel, von Control, so nämlich. Ja, wir sind ja gerade dabei, hier im Forschungssektor bzw. in der zentralen Forschung die Pilze zu killen. Hi, ne? Meine Güte. Ja, wir haben da auf jeden Fall schon ein bisschen was gefunden, aber ein Zugang, ein Bereich fehlt uns hier irgendwie immer noch. Dieser Gegner ist mir gerade ein bisschen zu fett, wenn ich so sagen darf. Ja, Headshot ist ein Sache. Okay. Vielleicht ja hier. Hier waren wir ja auch noch nicht wirklich. wobei doch, das ist ja nicht der Anfang, ne? Ne. Der Eingang zu diesem Bereich. Naja, da komme ich in die Parapsychologie, das will ich eigentlich gar nicht. Mein Gott. Okay, wo könnte der letzte Bereich sein? Wir hatten hier auf jeden Fall. Den anderen Bereich habe ich vergessen. Ende. Hey, ne? Das war eine Fähigkeit, okay. Ihn zu erschießen war also eine Fähigkeit. Gerade interessant. Ach ja, genau. Hier war ich letztes Mal auch drin. Reit, reit. Ja, wo könnte das sein, ne? Boy. Mann. Oh, direkt beide gekillt. Ja, ist doch eigentlich eine ganz nette Fähigkeit, der Ground Pound. Gefällt mir. Oh, da links auch was. Waren wir mal drin? Nee, waren wir noch nie drin. Lustig. Ding, 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 ding. Regarding HRAs. What are they for? Do you always need to wear them? And what's the deal with the Hadron Resonance anyway? Despite what you may have heard, HRAs are not monitoring devices. They're not tracking your movements or listening to your conversations while you're wearing them. We do that regardless whether or not you're wearing an HRA. Think of them as a life preserver. Only instead of water, the thing HRAs protect you from is classified. One day that classified, not water, might pour in and you'll be glad you got an HRA keeping you afloat. And if you don't have an HRA, don't worry. It'll be quick and painless. Kidding. I'm kidding. Yes. Nämlich an einen besoffenen Michael Scott oder so, ich weiß nicht. Astra-Ebene Gegenargument. Dr. Radin besteht darauf, dass bestimmte Objekte der Macht eine Verbindung zum Teilen, einem Wesen oder einer Gruppe von Wesen, über die wir wenige Informationen haben. Oder nur Informationen, auf die ich nicht zugreifen darf. In seinen schriftlichen Berichten gibt er an, dass eine eindeutige Verbindung zwischen den Objekten der Macht, dem der Astra-Ebene und dem Ältestenhaus besteht. Dem Rat wahrscheinlich. Seine Arbeit geht davon aus, dass diese Verbindungen immanent sind. Eine Tatsache, die in den der Objekte wie der Hotline oder der Amtswaffe verwurzelt ist. Aber was wäre, wenn diese besonderen Objekte nie eine Verknüpfung zum hatten, sondern ihnen diese Verbindung aufgedrängt wurde? Ist es nicht seltsam, dass keine anderen Objekte der Macht einen so direkten Kontakt mit den benötigen? Ist es nicht seltsam, dass beim Gebrauch der Amtswaffe oder der Hotline schwerer Schaden oder sogar der Tod droht, wenn der Benutzer nicht der Direktor ist oder zumindest dieser Rolle würdig ist? Warum gehen wir davon aus, dass die Beteiligung durch eine natürliche Tatsache und nicht eher etwas ist? Boah, ich glaube, hat sich gerade so ein Rülpser angebahnt bei mir. War ein bisschen eklig. Sehr viel zu lesen hier auf jeden Fall.
Astralebene. Die Behörde hat Jahre damit zugebracht, zu studieren, warum Objekte der Macht Anwender bei Berührung in die Astralebene transportieren. Mein Vorgänger Dr. Elsch hatte die Theorie, dass ein potenzielles Gefäß, determiniert durch jungsche Archetypen und das kollektive Unbewusste, von paranatürlichen Energien bewohnt wird, wenn es in seine Nähe zu einem AWE kommt und so ein gewandeltes Objekt erschaffen wird. Im Laufe der Zeit wird durch die um die Astralebene eine Verbindung zu diesem Objekt erschaffen, wodurch es sich in ein Objekt der Macht verwandelt. Seit Dr. Elschs Zeit hat es viele weitere Theorien gegeben. Astralwesen hätten Objekte der Macht als eine Art Test auf der Erde platziert. Unsere Dimension sei einst Teil der Astralebene gewesen und die Objekte blieben zurück, als sie sich zurückzog. Die Astralebene sei ein früher Grenzbereich zum ältesten Haus. Doch die Verbindung wurde getrennt und jetzt seien die beiden nur noch durch die Objekte der Macht verbunden. Ich werde versuchen, Gegenbeweise für einige dieser Theorien zu liefern, um etwas Kahlschlag zu betreiben. Hoffentlich kommt die Wahrheit ans Licht. Und Nummer 3. Budgetantrag. Sehr geehrter Dr. Larding, ich nehme an, dass Sie meine Kollegin Dr. Harrington bereits wegen einer Erhöhung des Abteilungsbudgets kontaktiert hat. Das würde mich nicht überraschen. Parapsychologie war schon immer das schwächste Glied in der Kette. Viel Brimborium, aber keine Ergebnisse. Parakinesiologie ist dagegen schon immer die stärkste Abteilung gewesen. Mehr Durchbrüche, konkrete Daten, verwendbare Forschung. Ich bin mir sicher, dass ein hochgeschätzter Mann wie Sie mit Leichtigkeit sieht, welche Abteilung die Budgeterhöhung verdient. Denken Sie nur, was die zusätzlichen Ressourcen in einem bereits formidablen Forschungsteam für Wunder bewirken könnten. Sei es, wie es sei. Mir ist bekannt, dass Sie Single Malt Whisky zu schätzen wissen. Also habe ich Ihnen eine Flasche auf den Schreibtisch gestellt. Ah, so ist es also passiert. Okay. Nummer 4. Resonanz. Sie ist hier, doch wir können sie nicht sehen. Sie vibriert um uns herum, durch uns, in uns. Was wäre, wenn die Vibration ein Bewusstsein hätte? Was könnte so eine Kraft ausrichten? Hat die zu einem geöffnet, das ich genannt habe. Der stößt eine Kraft aus, die weitaus stärker ist als alles ist, mit dem wir es bisher zu tun hatten. Es hat mir so viel gezeigt, dass ich mir Fragen stellen muss. Ist Resonanz das Schlüsselelement aller gewandelten Phänomene? AWE, gewandelte Objekte, Objekte der Macht. Teilen sie ein gemeinsames, das wir noch nicht entdeckt haben? Wir können Kontrollpunkte harmonisieren. Was können wir mit der richtigen Frequenz noch alles erreichen? Was, wenn Resonanz die ganze Zeit über die Antwort war? Das weiß ich leider nicht. Leider hat er nichts mehr gezeigt. So, das war jetzt aber alles hier ein bisschen ein nettes Beiwerk. Wo zum Fick? Also erstmal, warum die ganze Zeit die Gegner auf den Sack gehen? Weiß ich nicht. Wo ist der letzte Pilzbefall? Verfickte Däne. Wir könnten ja mal, genau, wir könnten da oben mal in den geheimen Bereich gucken. Komme ich so hoch? Nein. Ah, vielleicht hier rüber. Wenn ich jetzt so mache. Wupp. Ha! Oh, guck mal, hier ist tatsächlich was. Aber irgendwie auch nicht. Manno! Hm. Da komme ich natürlich nicht hin jetzt so. Hm, muss ich aber so hinkommen, oder? Wüsste nicht wie sonst. Ah, Mann, ey! Ah, dieses Schau manchmal, ne? Ups. Hoppa. Ja, cool. Weil ich jetzt einmal kurz gegen die Decke geditscht bin, reicht es halt nicht. Das ist immer so ein Problem. So. Ich will auf die Reling. Nein, halt nicht. Okay. Geht auch so. Hier ist halt überall dieser Pilz, ne? Aber irgendwie nichts Brauchbares leider für mich. Das ist alles ein bisschen doof. Ah, da ist eine Tür. Da war ich halt schon mal drin, aber vielleicht ist ja jetzt erst das Ding hier gespawnt, ne? Ah, hier war das, wo sie sich umgedreht hat. Ach, Manno! Oh. Sucks and Ballerinas. Pentatoxic Waste. Auch schön. The Sound of Bromance. LP. Linkin Park, nein. Pentatoxic Waste finde ich gut. Weil wegen Pentatonik und so, ne? Ja, keine Ahnung. Wo ist der letzte Pilzbefall, Fungus, Scheiß? Ich weiß es nicht. Es geht mir auch echt ein bisschen auf den Sack. Ich will es endlich mal finden hier. Das kann doch nicht sein, ey. Ich meine, hier waren wir drin. Vor der Zeit war, weiß ich auch schon gar nicht mehr. Habe ich vergessen? Ah ja, da, genau. Auf der Toilette. Nicht. Und der letzte, keine Ahnung. Wir könnten halt irgendwo.
mal ein bisschen reingehen. Weil vielleicht ist es auch dahinter auf einmal oder so. Wer weiß das schon. Am besten glaube ich nicht. Hier waren wir auch gerade erst, ne? Genau. Hier haben wir auch schon gesucht. Mann! Ey! Oh! Natürlich sind die Gegner wieder respawned. Mann, ey. Das nervt so ein bisschen, der Respawn. Ich meine, ich verstehe ihn, aber er nervt auch. Oh, was? Warte mal. Ist es überhaupt das, wo wir jetzt drin waren? Ja, schon so, ne? Genau, da ist der Eingang. Ich muss mal kurz was gucken gerade. Ach nee, doch nicht. Okay, ich dachte gerade, ich hätte was gesehen, aber... Da habe ich mich leider geirrt. Ja! Wo könnte es sein? Irgendwo hier soll es sein, aber ich weiß nicht wo. Wir können natürlich auch mal in die Bunker reingucken, aber... Davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus, dass sie da sind. Ja, so ein Ranger, ne? Ah, die brauche ich ja. Hey! Alles besiegt? Are we good? We are good. Was ist denn da hinten eigentlich? Da war ich irgendwie auch noch nicht. Oh, guck mal! Aha. Ja! Danke! Jesus Christ. Das hat ja viel zu lange gedauert. Hier noch was Spannendes vielleicht? Okay, dann können wir ja jetzt in den nächsten Bereich vordringen. Ich habe dringend vordringen gesagt. Ich habe dringend gesagt. Ja, das ist schlimmer als ich will. Ja. Ich schau mal, ob ich mich vielleicht doch porten kann. Das ist wahrscheinlich schneller. So. So. Auch wenn ich jetzt... Na egal. Geht schneller. So. Schnellreise. In die Ritualabteilung, bitte. Danke. Hey, der Ladescreen funktioniert wieder. Das ist ja cool. Okay, ich wollte nochmal eben hier... Ups. Und mal eben das abholen. Ja, naja. Was haben wir denn noch so? Impulsmodus, Lader. Ach, keine Ahnung, ist mir auch eigentlich scheißegal. So, hier, komm. Jetzt gehen wir mal das jetzt hier endlich und, ja. Sonst nichts, weil ich hab nichts mehr. Lull. Oh doch, den könnte ich sogar stärker machen. Will ich das? Ich glaube nicht. Da spare ich erstmal lieber auf andere Sachen. Okay. So. Selbe Spiel. Andere Welle. Anderer Ort. Wieder einmal drei Pilzvorkommen finden. Guck mal direkt in den Bunkern nach. Oh, Para-Utilitätsexperte, okay. War doch immer. Personalschutz.
748 von 1000. Es wird doch, Freunde. So gesehen ist es mir scheißegal. Das nervt einfach dieser Errungenschaftsfortschritt und immer. Naja. Ah, okay. Hier sehe ich wieder blauen Jizz. Also gucken wir mal. Synchronizitätslabor. Hier war ich noch gar nicht. Ja, Mensch, guck mal. Da hängt man gleich ganz neue Bereiche. Ich bin begeistert. Okay. Komm hier nicht weiter. Hier gibt es bestimmt auch wieder ein paar lustige Sachen zum Lesen. Ja, ja, ja. Ich bin mir fast sicher. Hi! Alter, meine Ebene. Hoppala. Okay. Das leuchtet da unten so. Wieder hin. Oder muss ich hier irgendwie hin für irgendwas? Achso! Why they keep an altered item here? Selbstreflexion. Ah! Hier haben wir die andere Nebenquest. Ach, schön. Ach ja, warte mal. Wobei. Voll geht schon voll lang. Ich weiß aber noch ganz genau, was das ist. Ja, das ist tatsächlich ziemlich lustig hier. Ne, wir machen das beim nächsten Mal. Ich merke mir das mal. Wir machen jetzt erstmal den anderen Bums hier fertig. Das habe ich ja schon erwähnt, ne? Es hat wieder mit einem, ja, Boss zu tun. Einem Achievement, was man bekommen kann. Das möchte ich natürlich machen. Aber jetzt machen wir erstmal das andere fertig hier. Zusammenfassung. Als Test wurden an verschiedenen Standorten weltweit Fernsehgeräte in ähnlich eingerichteten Räumen aufgestellt. Durch die identische Modifizierung der Einrichtung jedes Raumes und darauf folgende Änderung des Kanals in jedem Raum außer einem einzigen, würde jeder Fernseher spontan die eingehende Frequenz an seine synchronisierten Gegenstücke anpassen, so die Hypothese. Das Experiment schien ein Misserfolg zu sein, bis man feststellte, dass die Agenten, die für die Einrichtung und Überwachung dieser Räume verantwortlich waren, alle die gleichen emotionalen Turbulenzen erlebten, wie ein klinisch depressives Mitglied des Teams, das sich selbst im östlichen Teil von befand. In psychologischen Untersuchungen der Agenten wurde ein Zusammenhang nachgewiesen. Interessanterweise trat das Phänomen der Synchronizität ein, aber anders als wir erwartet hatten. Juckt mich nicht, ich will nur Pilzbestand finden. Gut, einen haben wir. Es wäre cool, wenn ich in der Folge noch die beiden finden könnte. Ich rechne allerdings mal wieder nicht damit, dass ich so viel Glück habe. Na, ja, vielleicht doch. Hey. Guck mal, die zählen auch als Gegner. Schön. Okay, Nummer 2. Dann fehlt ja nur noch Nummer 3. Danach Nummer 2 kommt Nummer 3. Auch immer diese Unsicherheit, ob man schon in allen Bunkern mal drin war, deswegen gehe ich überhaupt nochmal rein. Ja. Ich, oh. Ah, ja, das hatten wir auch mal hier, ne? Das hat auf jeden Fall auch irgendwas zu bedeuten für eine Quest, glaube ich. Ich hoffe jetzt nicht die aktuelle Quest, aber ich glaube nicht. Ich wüsste nicht inwieweit tatsächlich. Glück und Wahrscheinlichkeit. Das ist auch ein schöner Name einfach für so einen Raum oder ein Gebiet. Naja. Gut, dann haben wir wieder die alte Problematik des letzten. Der sich mir wieder nicht finden lässt. Aber der Speicherpunkt war ja hier. Ich kann ja nochmal in die Richtung gucken. Beziehungsweise. Oh. Oder war ich hier gerade drin? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich fahre mal hoch. Weil ich sehe Pilz. Und ich folge Pilz. Oh. Wie im echten Leben manchmal. Natürlich gibt es noch was zu lesen. K.
Thaler, Akte empfangen. Vielen Dank für die Akte, sie war sehr hilfreich. Ich habe sie mit der Schwarzsteinforschung erneut archiviert, falls Sie wieder darauf zugreifen müssen. Ja, die Videoaufnahmen sind immer interessant. Ich erwarte allerdings, dass in der Zukunft meine Verfügbarkeit dafür abnimmt, da meine Analyse dieser neu entdeckten Schwarzstein-Variante gerade einen kritischen Punkt erreicht hat. Ich hoffe, dass Sie trotzdem noch daran teilnehmen können. Darling scheint in letzter Zeit unter einer Menge Druck zu stehen. Und ich bin mir sicher, dass er jede Art von Unterstützung zu schätzen wüsste, die Sie bieten könnten. Bezüglich der von Ihnen gelieferten Analyse habe ich keine Fragen. Vielen Dank für die prompte Lieferung. Gruß, Gala Vaughn. Vince Vaughn. Hi! So! Dann muss ich nochmal mit dir sprechen. Na gut, das machen wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal. Rituale. Zwangsstörungen horten Angststörungen. Während bestimmte Manifestierungen dieser Kondition einfach ein Symptom geistiger Krankheiten darstellen, führen die Personen manchmal einfach genannte Rituale durch. Die der Rituale kann unterschiedlich ausfallen. Numerologie, Traumlogik, Verlust, verbale Formen, repetitive Handlungen und kausale Verknüpfungen sind nur einige der Verfahren. Einige dieser Rituale sind konsistent, wie das dreimalige Ziehen des Zugschalters, um das Hotel zu betreten. Andere wiederum sind nicht stringent. Die meisten Menschen führen jeden Tag kleine Rituale durch, aber ein Großteil versteht nicht, welche Bedeutung hinter ihren Handlungen liegt. Katastrophenvermeidung, Anhäufung von Glück oder einfach verlorene Schlüssel zu finden, sind die Ergebnisse täglicher Rituale. Personen, die einen tieferen Sinn hinter diesen zwanghaften Handlungen erkennen, sind sich der paranatürlichen Welt von Natur aus bewusst und sollten, wenn sie gefunden werden, für eine Beschäftigung in der Behörde in Betracht gezogen werden. Ach schön. Ich habe einen sehr strukturierten Tagesablauf. Ist das, bin ich geeignet? Geht das so? Gut, ja, dann verpiss ich mich erstmal hier. Aber dann war es das auch schon für heute. Dann haben wir jetzt tatsächlich gar nicht so viel geschafft, nur diese Quest. Ich meine, klar, aber ich habe so ein bisschen gedacht, dass wir das mal eben schnell fertig machen. Aber leider im Main Room, da hat es halt echt lange gedauert. Aber ja, dann würde ich sagen, nächstes Mal starten wir dann wieder hier. Logischerweise, dann werde ich mal kurz mit Dr. Underhill reden. Damit wir das dann auch einfach fertig haben. Und dann kümmern wir uns mal um dieses Synchronizitätslabor. Oder halt direkt am Anfang. Können wir ja auch direkt am Anfang machen, jetzt wo wir schon hier sind, ne? Müssen wir doppelt und dreifach latschen. Aber das alles beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.